Grundsätzlich habe ich mir immer wieder gedacht, ich habe Gott sei Dank ein sehr sonniges Gemüt, das ich wahrscheinlich von meiner Mutter geerbt habe. Die ist 99,5 geworden und hat bis 96 allein daheim gelebt. Und die hat immer bis zum Schluss gesagt: Weißt du, ich habe eigentlich ein tolles Leben gehabt. Ich bin total zufrieden damit und ich bin glücklich. Bis ich 96 war, hat sie immer wieder gesagt: Mir tut nichts weh. Bis 96. Also erstaunlich. Und die hat immer gesagt, ganz zum Schluss hat sie dann gesagt: Aber weißt du, ich glaube, jetzt reicht's dann auch. Und ich habe mir gedacht: Pfah, das ist ein unfassbares Vorbild, so möchte ich gern abtreten. Und das habe ich dann auf mich jetzt gemünzt und habe mir gedacht: Boah, ich war 76, jetzt bin ich 77. Ich kann ja überhaupt nicht sagen, dass ich damit nicht zufrieden sein könnte, sozusagen, wenn ich in der Sekunde abtreten muss. Muss ich eigentlich sagen: Danke, küss die Hand, Baba. Ich kann dem Leben nichts vorwerfen, dass es mir etwas vorenthalten hätte. Wenn dir unser Video gefallen hat, dann schenk uns einen Daumen hoch. Wenn du Fragen an uns oder unseren Interviewgast hast, dann schreib uns gleich einen Kommentar. Auch aktuell produzieren wir spannende und inspirierende Videos. Um keines zu verpassen, abonniere am besten gleich unseren Kanal.